Well. Ach, er schon wieder. Fettsack, ey. Na gut. Spyro, wusstest du, dass ich ein talentierter Amateurmagier bin? Meine Spezialität ist der erstaunliche Brückenausfahrttrick. Würde ich dir gern zeigen, brauch aber zuerst eine kleine Spende. Für meine Unkosten. Du verstehst schon. Kleine Spende, jo, 1000, ist klar. Mal schauen. Hokus pokus zappelt die Zang. Diese Brücke wird wieder lang. Ich arbeite an einem tollen neuen Zaubertrick, aber dieser Bär stört mich dabei. Mich auch. Weggezaubert. So, machen wir erstmal hier unten klar Schiff. Da ist ein Squiddy Squid. Oh, zwei sogar. Das war's schon. Schön. Ich glaube, man kann gar nicht, also wenn man aus dem Wasser rausprescht, sag ich mal, kann man, glaube ich, ziemlich hoch kommen, so, ne? Kommt der andere auch noch hier hin? Süß. Haha, ich hab den gekriegt, das ist ja geil. So. Dann mach mal. Nun, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen. Wenn du mir versprichst, es nicht dem großen Zamboni zu sagen, der klaut mir immer alles. Alakazam! Alakazam! Bei der andere Typ war das der Zamboni oder wie der hieß? Vielleicht hat er den gleichen Trick gemacht. Würde Sinn machen, ne? Ich will doch nicht mit dir quatschen, ich will erstmal hier Sachen einsammeln. Das hier ist, glaube ich, die Rutsche. Und da gibt es ja auch noch ein Level mit Bentley. So, wo man so kleine Sachen kaputt hauen muss. Das hier kannst du haben. Wollte ich in einem Trick verwenden, aber meine Magie prallt irgendwie ab. Lloyd. Okay, dann auf zur Rutsche. Juhu. Okay. Hier oben sind keine Edelsteine, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Rutsche sieht sehr schön aus von der Farbe her, gefällt mir. Also noch lässt sich das ganz gut steuern hier. Ja, ne? Würde ich sagen, first try. Schade eigentlich. Ich habe mir was Schwierigeres erhofft. Vor allem auch, Ich hab gerade gelesen, dass wir 66.000 Edelsteine haben. Ich habe mir einfach mal eine Null dazu gedacht. Ja, normalerweise habe ich immer Probleme, dass ich sowieso runterfalle oder dass ich Edelsteine verpasse. Aber nu, gut. Eloise. Keine Ahnung. Komischer Name. Ja, ich fand dann irgendwie die Strecke bei den Ägyptern schwieriger, weil da schärfere Kurven waren irgendwie. Naja. Dann machen wir uns mal hier hin. Den Schlüssel haben wir, glaube ich, noch nicht, weil der liegt irgendwo oben drauf. Aber wir können jetzt die Sache mit Bentley machen. Guten Abend, Spyro. Der erstaunliche Randini wird gleich seine Fingerfertigkeit demonstrieren. Seine Show soll ziemlich beeindruckend sein. Ich werde sie mir ansehen. Seine Keule sieht gerade mega geil aus. Das hört sich
schlimm an. Weil das, was jetzt weiß ist, das war da so dunkel. Das sah voll cool aus. So, um Fertigkeitspunkte müssen wir uns ja jetzt nicht mehr kümmern. Das ist ganz gut. Können wir jetzt einfach durchlaufen quasi. Nee, ich quatsch erstmal mit dir und dann im Nachhinein holen wir die. Ich fürchte, meine Zaubershow war zu aufregend für die Maulwürfe. Sie brauchen nur einen Klaps auf den Kopf, um sich zu beruhigen. Du siehst aus, als könntest du hier helfen. Ein leichter Klaps auf den Kopf sollte sie beruhigen, aber Vorsicht, meine Freunde versuchen ihnen nachzugraben. Triff die Maulwürfe mit deiner Keule, triff nicht die Gnome. Okay. Auf Zeit. Ja, die Kameraeinstellung ist wieder der Wahnsinn. Oh. Ja, das hat nicht geklappt. Siehst du, sie sind alle in heller Aufregung. Versuch es nochmal. Ja, das war halt... Der Klaps auf den Kopf sollte sie. Ja. Im Original war das halt so schön, weil die Kamera so ein bisschen weiter weg von oben war. Da hat man alles schön gesehen. Und hier, wenn man davor steht, sieht man die noch nicht mehr, weil Bentley so fett ist. Ja, das hat nicht geklappt. Siehst du, sie sind alle in heller Aufregung. Versuch es noch. Ach ja. Ein leichter Klaps auf. Ist auf jeden Fall schwieriger als im Original. Weil im Original war eher das Problem zu unterscheiden, ob es jetzt die Maulwürfe sind oder seine Freunde. Und hier ist einfach die Kamera dein ärgster Feind. Meine Fresse, ey. Zack. Halt die Fresse. Mach's doch selber mit deiner scheiß Magie. Gut, den habe ich noch getroffen. Die Hitbox ist auch hier irgendwie nicht so groß. Ach. Ja, natürlich. Ich habe eigentlich den anderen Spacken getroffen, aber... Ach, komm!
weiß jetzt gar nicht, wie viel hatte ich denn? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Och man, Leute, ey, das kann doch nicht sein. Dass Bente so ein fetter Spacko ist, ey. Ach, 4 Stück haben, glaube ich, gefehlt. Alter, schiebt er mich hier rum, ey. Ich hing da fest an dem Typen. Aber das ist wenigstens mal ein bisschen Herausforderung. Zwar auch nur Herausforderung wegen der beschissenen Kamera. Aber immerhin mal ein bisschen was Schwierigeres. Wunderbar. Mann, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Die schieben mich hier rum, die Penner. Na. Okay, again. Ich wollte mich doch verarschen, ey. Ich habe den 5-mal getroffen oder so. Zieh dich. Ja, da habe ich. Ja, das ist okay, ist okay. Aber manchmal schlüpfen die ja auch an den unmöglichsten Stellen, ne? Und dann laufen die irgendwo hin. Wen habe ich denn jetzt getroffen?
Meister. Ich habe gar keinen getroffen. Ja, da hinten ist klar. Schön, dass der erste da hinten kommt, ey. Ja, okay, das sehe ich ein, das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Oh, wieder da hinten, ey. Es fängt schon super an, wenn ich überhaupt nichts finde. Komm, ey. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen, hä? Komm, einer noch. Oh, das hat er nicht gezählt. So ein Hurensohn. Das war jetzt aber auch... Das ist komisch hier. Ja, okay, das war okay, das war okay. Ich muss mir gleich mal beide Kopfhörer aufsetzen, damit ich höre, wo die. Vielleicht, damit ich. Ja, das hat nicht geklappt. Ich habe mir jetzt mal beide Kopfhörer aufgezogen. Vielleicht höre ich dann eher, wo die herkommen. Oh. Mann, verpiss dich, du fetter Schweinehund, ey. Ja.
Vor allem laufen die denen noch nicht mal hinterher, die laufen einfach quer übers Feld. Das ist total bescheuert. Wo läuft der denn hin? Spasti, ey. Ja, da ist er gerade aus dem Boden gekommen. Der trifft nicht, der trifft immer daneben, der Spaß. Ach komm, ey. Dankeschön. Gut gemacht. Und sieh mal, mein Freund hat das bei der Maulwurfjagd ausgegraben. Hank, boah, das war anstrengend. Schlimm, ey. Ah. So, jetzt erstmal Edelsteine einsammeln. Ist so langsam. So, haben wir hier alles? Warum zeigt er da unten hin? Na, okay. Jetzt zeigt er doch hier hin. Naja. Ach, endlich. Was ein Glück. Gut, dann haben wir hier noch einen Eierdieb. Unsichtbare Wände. Wunderschön, ich kann mir nichts Tolleres vorstellen.
Okay, dem bringt das anscheinend nichts, wenn er da durchfliegt. Risiko! Risiko hat geklappt. Sehr schön. Max. So, dann können wir jetzt die restlichen Edelsteine holen, beziehungsweise... Den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Dann müssen wir erstmal hier oben hin. Da ist noch ein Ei. Aber wir machen hier erstmal... Klar, Schiff. Holen uns den. Was ist das denn hier? Komm, Sparks, hau rein. Hier erstmal neu. Hoffentlich ist das nicht gleich weg. Wenn wir das Ei nehmen. Grace. Und? Ja, natürlich ist das weg. Warum läuft das denn nicht einfach im Hintergrund weiter? Ist doch kacke. Ach, der kam es zum Glück noch an, das ist schön. So. Jetzt können wir hier die Kiste öffnen und ich weiß nicht, ob uns dann noch was fehlt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es sieht sehr danach aus, dass uns noch was fehlt. Ist nur die Frage, wo? Ein Zehner fehlt uns, so wie das aussieht. Ist der denn hier irgendwo? Ja, das sieht danach aus, als ob der hier wäre. Hier oben drauf? Ja, natürlich ist der da oben drauf. Gut, dann wäre das erledigt und wir können das Level verlassen. Dann dürfen wir jetzt, glaube ich, die Königin mit K besiegen. Oder erst Geldsack kaputt machen. Ich bin mir nicht sicher. Alles? Ei zu verkaufen, genau, das ist das Ei von Dingsbums. Ich glaube, wir haben dann soweit alles hier, ne? Dann begeben wir uns mal zur Zauberin. Versteck der Zauberin.